Das sechste Semester der beliebten Korbacher Kinderuni startete gestern in der Stadthalle der Kreisstadt. In die zwei anberaumten Vorlesungen am frühen Abend stürmten insgesamt 410 Nachwuchsstudenten. Und die bekamen von Professor Siemeling von der Universität Kassel und seinen beiden Assistentinnen Sibylle Funke und Astrid Pilz so einiges geboten. Thema der Veranstaltung für die Kinder war, wenn die Luft in ihrem Element ist, Schokokuss, Pfiffikuss und Luftikuss. Heute ist hier richtig was los, kündigte Heinz-Willi Müller, Geschäftsführer des veranstaltenden Kommunalen Serviceverbundes Eisenberg, vorher an. Und er sollte Recht behalten. Die Chemieexperten zeigten den Nachwuchsstudenten spielerisch, wozu Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid da sind und was damit so alles angestellt werden kann. Ganz ungefährlich ist das nicht, was wir machen, warnte Siemeling gleich zu Beginn und verschüttete prompt etwas Flüssigstickstoff. Ich habe jetzt ein bisschen was auf meinen Kindern gekriegt und das darf ich jetzt schon. Doch die Devise lautete, keine Panik. Denn aus der Flüssigkeit wurde in kürzester Zeit ungefährliches Gas. Die Gefahr war gebannt. Darf man die Hand da reinstecken? Im weiteren Verlauf der Vorlesung blähte Professor Siemeling und sein Team einen Schokokuss mit Sauerstoffzufuhr auf. Und eine ganz normale Banane wurde nach einem Bad in minus 196 Grad kaltem Flüssigstickstoff kurzerhand zu einem Hammer umfunktioniert. Leider erwies sie sich nicht ganz als adäquater Ersatz für das traditionelle Werkzeug. Mehr als ein Ersatz für herkömmliches Speiseeis war aber das in der Vorlesung hergestellte Erdbeereis der Chemiker. Mit Sahne, Marmelade und Flüssigstickstoff kreierten die Molekularköche feinstes Eis für alle 410 Studenten, die damit vollends begeistert von der Veranstaltung waren. Aber nicht nur den Kindern gefiel es in der Korbacher Stadthalle gut. Ja, diese Kinder-Uni-Veranstaltung, die ist ganz toll, weil die Kinder einfach das dankbarste Publikum sind. Das kann man sich nicht besser wünschen. Die gehen richtig mit, die sind begeistert bei der Sache. Manchmal gehen sie fast über Tische und Bänke, was bei so Veranstaltungen, wo man mit Experimenten wie heute hantiert, ab und zu ein bisschen schwierig ist. Aber wir haben das ja gut in den Griff gekriegt. Ich wünsche mir manchmal diese Begeisterung, wenn ich im Hörsaal stehe und die Studenten sehe. Das kann man aber auch nicht immer erwarten, dass sich diese permanente Begeisterung so hält. Aber ich finde das für mich selber ganz toll, diese Kinder-Uni-Veranstaltung. Die motivieren mich richtig und machen mir sehr viel Spaß. Und ich spreche da auch für mein Team, die Frau Funke und auch die Frau Pilz. Die machen das immer sehr, sehr gerne mit, auch wenn es viel Zeit kostet in der Vorbereitung und jetzt gerade im Wiederaufräumen. Die Kinder-Uni läuft in Korbach bereits im sechsten Semester. Am Montag, dem 26. November, geht es mit der nächsten Vorlesung weiter. Dann soll es an die Klärung der Frage gehen, wie die Menschen rechnen lernten.